Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks und heute mit einem Replay zum Skoda T40, dem Tier 6 Tschechenpanzer. Dieser im Vergleich zu vielen anderen mittleren Panzern der Tschechen kein Autoloader, sondern eine ganz klassische Kanone. Der Durchschlag um die 132 mit Normal und sogar 200 mit Premium. Und wenn er in diesem Fall The Perle 1997 an der Stelle mit seinem 6er Top-Tier ist und einem 5er 4er Gefecht landet, ja, umso besser natürlich. Da lange die 132 aus, aber wenn er dann doch mal in einem 8er Gefecht landen sollte, was natürlich durchaus möglich ist mit diesem 6er, dann hat er 200 Durchschlag mit Prämie und 200 Durchschlag. Das langt locker. So, er fährt hier auf den Hügel, aber ihr seht gleich hier einen der Nachteile von dem Panzer. Er ist für einen mittleren Panzer gar nicht so schnell, also selbst der Crusader, was heißt selbst, aber der Crusader schiebt ihn hier. Auch wenn der Crusader offiziell ein Light ist und Tier 5, aber es ist auch kein Rennpferd. So, er ist jetzt hier auf dem Hügel angekommen. Ja, was heißt langsam? Er war jetzt gerade bei 50 km/h, aber ich muss sagen, so das, was ich da so wahrgenommen habe, er kommt nicht so gefühlt Hammer in den Rhythmus und ja, er ist einfach, es gibt schnellere mittlere Panzer, sagen wir es mal so. Da, T67 Auto M, Drifter, 226 Schaden, das ist auf jeden Fall eine schöne Kelle. Und nochmal und nimmt den T67 direkt frech raus. Und jetzt denkt er sich, okay, genug hier oben, jetzt schaue ich doch nochmal runter. Da unten hat er auch gleich den K25 und den M5 Stuart. Wird aber ein echt enger Schuss. Ja, wie ihr seht hier, kommt er gerade so drauf. 188er Hit. Jetzt ist der M5 Stuart weg und da hinten kriegt er nochmal die nächsten Ziele. Da die Hellcat. Und er schießt, oh, so knapp in das Haus. Der könnte getroffen haben, muss aber nicht. Das weiß man natürlich vorher nie. So, und da ein KV-85. Der fährt hier schön raus. Kommt ja super drauf. 462 hat er noch Rest. Nochmal ein Hit. 248. Jetzt schießt er blind drauf. Ja. Und nochmal blind und vielleicht ein dritten. Aller guten Dinge sind drei Blindshots. Aber nein. Beim letzten sagt dann auch World of Tanks, jetzt mach mal halblang. Schieß da mal nicht mehr weiter drauf, sondern fahr weiter. Ja, unten in der Gasse, 7-8er Linie, seht ihr OI und Churchill durch. Birchgun muss schon wegfahren. Also sieht man hier wieder etwas besser. Das heißt, man sollte eventuell auch wieder versuchen und gucken, ob man nicht sich seiner Basis annimmt. Aber jetzt nimmt er erstmal den C40 raus. Auch Auto-Aim. Und ja, schneller, leichter Kill. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das brennende Wrack wird liegen gelassen. Und unten geht es nun weiter. Der Churchill, die fahren alle so Richtung Basis. Und jetzt hier in die Häuser, in den Bogen, ein wenig zu früh eingeschlagen. Su-85 begrüßt ihn hier gleich. Er begrüßt zurück mit einem netten Gruß, woran er den anderen da direkt hittet. Ja, jetzt wird gekappt. Da ist der T-34 noch. Auto-M. Und er macht den Kill sogar. Also perfektes Timing in dem Augenblick, dass dann da das Teammitglied schießt. Auf den Stuart hat man gesehen, Auto-Aim, und hat diesmal nicht geklappt. Also das ein oder andere Mal sollte man vielleicht doch noch selber aimen. Mal schauen, wie er das jetzt macht, weil jetzt steht ein Panzer im Cap. Zwei Panzer stehen im Cap. Jetzt kommt auch das Nashorn langsam zurück. Drei Panzer stehen im Cap. Hoppala. Churchill, OI offen. Oh, da sind vier Panzer im Cap. Noch 10 Sekunden, dann ist das Game auch schon rum. Jetzt muss jemand verteidigen. Oh, da ist einer 20 Sekunden, aber es, mit den Leuten geht es sau schnell. So, OI wurde rausgeschossen. Und jetzt der Churchill.
kann er hier gut decappen. Wird gekettet. Das heißt, er kann da jetzt weiter draufhalten. Aber halt 10 Sekunden und ihr seht, jetzt capt er natürlich nicht mehr den. Ah, und jetzt ging der auch nicht durch. Jetzt decappt er natürlich. Oh nein, 5 Sekunden noch. Weil eben der andere die HP-Point oder die Cap-Points hat. 4 Sekunden. 92, 95, 98, 95, 98, 100% Cap. Alter, wie knapp war denn der gerade eben, der da verteidigt hat, egal wer. Das könnte die Birchcon gewesen sein, könnte aber auch die Hellcat gewesen sein. Auf jeden Fall unglaublich knapp. Knapper ging es gar nicht. Eine Sekunde mehr und das Game wäre vorbei. Aber auch jetzt noch 10 Sekunden. Er prallt ab. Oh Gott, jetzt geht er auf den... Ja, genau, da vorne kommt man ganz gut durch. Erster Hit klappt super. Und jetzt ist das Thema Captain erstmal passé. Also jetzt haben sie da nicht mehr das Glück. Aber so ein knapper Decap, so eine tolle Verteidigung. Jetzt der Churchill, der fährt sich jetzt gerade Richtung Hellcat, aber den wird er jetzt wohl gleich ins Heck schießen können. Da ist er auch schon. Auto-Aim oder nee, diesmal wird manuell geaimt. Und ihr seht wieder auf den Helm, da klappt's gut. Jetzt die Seite, auch da kommt er gut durch. Churchill schießt schnell, macht zwar nicht so viel Schaden, aber er schießt da einfach schnell. Nee, diesmal hat es nicht geklappt. So, und jetzt nimmt er ihn raus und macht den 7. Kill klar. Großkaliber, Panzer, Ass, Verteidiger, alles am Start. Über 3000 Schaden, 1400 XP und ein wenig dazu. Ja, da hat er das sehr ordentlich gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Es war sehr, sehr, sehr knapp, aber umso schöner, dass er da gewonnen hat. Also von dem her... Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen schnell war zum Kommentieren. Trotzdem, sowas schön und sowas gut. Ja, hoffe, ihr belohnt das Ganze mit einem Daumen oder auch einem Kommentar. Ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.